Willkommen zum 12. Teil der Minecraft Forge Modding Tutorial Reihe. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Bogen erstellen könnt. Und wie ihr seht, fange ich gleich mal in-game an und habe hier schon einen Bogen in der Hand, da ich euch erstmal ein paar Sachen zeigen möchte. Denn wir müssen wissen, für einen Bogen brauchen wir insgesamt 4 Texturen. Eine Textur für den ganz normalen Bogen, den man so in der Hand hält und auch damit rumgehen kann, lalalala. Und natürlich noch ein paar andere Texturen für das Anspannen des Bogens. Und zwar exakt 3. Und zwar leichte Anspannung, mittlere und starke Anspannung. Das geht zwar immer ein bisschen schnell beim Bogen, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es 3 unterschiedliche Texturen einfach nur sind. Ja, auch wir benötigen 3 unterschiedliche Texturen für die Anspannung plus eine für den normalen Bogen. Und genau das habe ich bereits getan. Ich habe mir hier in unserem im Items-Ordner hier 4 Texturen angelegt für jeden Status. Einmal für den normalen Bogen, dann einmal für leichte Anspannung, mittlere Anspannung und starke Anspannung. Ich habe es jetzt Pull genannt, weil es in Minecraft auch so genannt wird. Also für Ziehen, Englisch für Ziehen. Einmal 0, 1 und 2. 0 ist das Schwächste und ja, ich kann es euch mal zeigen. Das sieht ungefähr so aus. Ich habe es jetzt, ich habe mir gedacht, ich mache den Bogen aus Amethysten. Ich bleibe bei meinen Amethysten, ich mache das so weiter. Und ja. Falls ihr mein Items-Tutorial noch nicht angeschaut habt, solltet ihr das unbedingt nachholen, denn das, was ich im Items-Tutorial gemacht habe, werde ich jetzt hier etwas öfters brauchen. Also das Tutorial ist schon etwas fortgeschrittener mit dem Bogen jetzt. Also auf jeden Fall erstmal das Items-Tutorial anschauen, bevor ihr hiermit weitermacht, denn es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Also, wir brauchen erstmal in unserem Assets Mika's Orbit Models Item Ordner 4 JSON-Dateien für jede Textur eine. Ich denke, das ist ziemlich klar. Wir haben einen Bogen, der hat 4 Texturen und deswegen brauchen wir auch 4 unterschiedliche Texturen Pfade, die wir in solchen JSON-Dateien angeben. Ja, wir machen einfach eine neue Datei hier in diesem Ordner und nennen diese amethyst-bow.json. Okay, in diese Datei kommt jetzt der Bow-Code rein, also der Bogencode, den können wir uns aus den Minecraft-Sources holen. Ein Moment. Bow.json. So. Ah, ich kann heute nicht schreiben. Bow.json. Wir können uns eigentlich direkt den Code aus Minecraft klauen und hier in unseren eigenen amethystbow.json reinhauen. Der Code kommt natürlich wieder in die Beschreibung oder zu Pastebin, wie auch immer. Und ja, hier müssen wir erstmal einige Sachen verändern. Nicht einige Sachen, aber bei Layer 0 müssen wir jetzt unsere Textur angeben für den normalen Bogen. Also für den Standby-Modus, sage ich jetzt mal. Hier steht ja auch Standby, also. Aber wir haben es nicht Standby genannt, sondern Bow Amethyst einfach nur für unseren Standardzustand. Hier Amethyst-Bow heißt die Datei, schreibe ich auch hier einfach Amethyst-Bow rein. Amethyst-Bow. Und wichtig ist, dass wir hier vor Items noch unsere Mod-ID angeben. Mit einem Doppelpunkt. Da Minecraft es sonst aus seinen eigenen Dateien nimmt und da gibt es ja keinen Amethyst-Bogen. Okay. Können wir auch wieder schließen. Und dann müssen wir jetzt diese Amethyst-Bow-Datei 4-mal kopieren. Oder ich kopiere es erstmal einmal und nenne die Datei jetzt Amethyst-Bow-Unterstrich Pull 0. Also das ist für den ersten Zustand. Auch hier muss ich bei der Textur dann Bow-Pull 0 eingeben. So, speichere ich jetzt wieder. Und jetzt habe ich schon mal für leichte Anspannung eine JSON-Datei. Jetzt brauche ich aber noch für eine mittlere und für eine starke Anspannung. Das heißt, ich kopiere die Datei jetzt nochmal, nenne sie Pull 1 und ändere auch wieder den Texturenpfad hier zu Pull 1. Dann brauche ich sie noch ein letztes Mal und nenne sie Pull 3. Pull 2. Habe mit 0 angefangen. Und auch hier die Textur wieder zu Pull 2 umbenennen. So, jetzt machen wir weiter mit unserer Klasse. Und zwar gehen wir dazu in unser Item-Package rein, erstellen eine neue Klasse und nennen die ganz einfach Item Amethyst-Bow. Genau, und drücken auf Finish. Jetzt schreiben wir hinter dem Klassennamen ein Extens, Item Bow.
Damit erben wir von der Klasse Item Bow, die schon mal ein paar grundlegende Eigenschaften für unseren Bogen definiert. Wenn wir jetzt noch diesem Bogen einen richtigen Namen geben wollen, damit es später nicht Null heißt oder so, holen wir uns den Konstruktor und sagen hier erstmal super. Also das ist nicht unbedingt notwendig, aber ich empfehle es. Damit rufen wir den Konstruktor der Elternklasse auf, wo nochmal ein paar zusätzliche Eigenschaften definiert werden. Darunter schreibe ich jetzt this set unlocalized name. Und ich nenne es jetzt einfach Amethyst Bow, also nichts Besonderes. Das können wir auch gleich in unsere Language Registry hier reinschreiben. Können wir schreiben: Item Amethyst Bow.name. Ups, .name gleich Amethyst Bogen. Und wenn ihr wollt, auch noch gleich auf Englisch übersetzen. So. Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Ah, hier rein. Amethyst Bow. Dann haben wir es schon mal schön übersetzt. Okay. Wenn ihr euch noch mal erinnert an den Anfang des Tutorials, wo ich gesagt habe, dass wir vier Texturen brauchen, für jeden Status eine Textur. Jetzt fragen wir uns natürlich, ja, wie erkennt denn Minecraft überhaupt, welche Textur wir genau wollen, wann wir die genau wollen und wie wir die haben wollen? Das alles müssen wir Minecraft natürlich sagen und das geht sehr leicht mit Hilfe der Methode getModel. Die überschreiben wir einfach und ich hau hier erstmal das Return Statement raus und schreibe die Parameter in eine Zeile, dann sieht das alles ein bisschen besser aus und übersichtlicher. Schauen wir uns doch die Methode erstmal genauer an. Der Rückgabewert ist hier eine Model Resource Location. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei manchen Leuten, denn diese Model Resource Location haben wir schon ganz oft in unserer Hauptklasse benutzt beim Registrieren des Models für das Item. Ihr seht schon, da habe ich immer eine neue Resource Location für diese JSON-Datei hier angegeben. Für diese ganzen JSON-Dateien habe ich hier immer eine Resource Location angegeben. Und genau das macht die Methode eigentlich auch. Die fordert von uns eine Model Resource Location, die verwendet werden soll, wenn man den Bogen in der Hand hält. Da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Diese Methode wird immer aufgerufen, wenn man diesen Bogen nur in der Hand hält oder halt auch den Bogen gerade benutzt und so. Die wird einfach immer aufgerufen. Bei den Parametern haben wir einmal den Stack. Der Stack ist nie null, kann ich euch gleich mal sagen. Der Stack ist immer ein Stack mit diesem Item, mit diesem Bogen hier. Dann haben wir einen Spieler, also der Spieler, der diesen Bogen gerade benutzt. Und hier Use Remaining. Use Remaining ist die Anzahl von Ticks, die der Bogen bereits benutzt wurde. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn ich den Bogen jetzt ein bisschen anspanne, liegt es vielleicht bei 2, dieses Use Remaining, also bei 2 Ticks. Dann, wenn ich jetzt den voll angespannt habe, liegt es vielleicht bei 20 oder höher. Genau. Deswegen können wir hier sehr schön die Model Resource Location zurückgeben, die wir gerne haben wollen für den Status. Okay. Für unseren Standardstatus des Bogens erstelle ich gleich mal eine Model Resource Location. Ich nenne es einfach mal MRL, dann ist nicht so kompliziert. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Model Resource Location gleich New Model Resource Location. Und da schreibe ich jetzt Mikas Orbit, Doppelpunkt, Amethyst Bow. Ups, nicht Beave, Bow. Okay. Damit gebe ich eine Resource Location an, die auf genau diese JSON-Datei hier drauf zeigt. Das ist die Standardbogentextur hier. Da ist die Standardbogentextur auch hier drinnen. Das heißt, diese Model Resource Location benutze ich, wenn man mit dem Bogen gerade nichts macht. So, jetzt müssen wir aber schauen, was passiert, wenn man den Bogen ein bisschen anspannt. Dazu kommt dieses Use Remaining gleich ins Spiel. Doch zuvor müssen wir noch überprüfen, ob der Spieler überhaupt den Bogen gerade anspannt oder nicht.
Denn wenn man den Bogen überhaupt nicht anspannt, dann ist Use Remaining nicht, wie man erwartet, bei 0, sondern bei 72.000. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber um solche komischen Sachen zu vermeiden, schreiben wir erstmal if player get item in use not gleich null und dann hier zwei geschweifte Klammern. Was prüfen wir jetzt hier genau? Wir schauen, ob der Spieler gerade irgendein Item in Benutzung hat. Oder nicht irgendein Item, sondern dieses Item hier in Benutzung hat. Dieses Item, weil das nur dieses Item sein kann, wenn diese Methode aufgerufen wird. Das heißt, diese Methode wird nur aufgerufen, wenn man das Item in Benutzung hat und nicht, wenn man nur das Item in der Hand hält. Also wenn man das Item in der Hand hält, dann gibt die immer null zurück und dann eben auch 2 und dann ist dieses Use Remaining auch 72.000 und damit verhindern wir solche hässlichen großen Zahlen. Genau. Jetzt müssen wir in diesem If-Statement noch mehrere If-Statements reinschreiben und zwar überprüfen wir jetzt die Größe von Use Remaining. Wenn Use Remaining größer oder gleich 18 ist, dann soll der Bogen voll angespannt sein. 18 ist ungefähr eine Sekunde, fast eine Sekunde in Minecraft, das heißt nach einer Sekunde ist der Bogen fast angespannt. Wenn das der Fall ist, dann setzen wir die Model Resource Location zu Mikas Orbit und zwar Amethyst Bow Pull 2 auf die höchste Stufe, die wir haben. Das ist Pull 2. So. Also wenn man den Bogen voll anspannt, dann nehmen wir auch die Textur für die größte Anspannung. Dann schreiben wir else if use remaining größer als 13. Denn wenn die dann noch größer als 13 ist, dann soll der mittelmäßig angespannt werden. Also nehmen wir wieder das hier und schreiben hier dann einfach 1 da hinten rein. Und wenn sich manche Leute jetzt vielleicht wundern, dieses größer als 13 heißt auf jeden Fall, dass es auch automatisch kleiner als 18 ist, weil sonst würde ja das hier aufgerufen werden und dann nichts mehr anderes, also nur mal so zur Info. Dann schreiben wir noch ein else if, use remaining, größer als 0, weil ja 0 gibt es eigentlich gar nicht, also weil ich habe euch gesagt, wenn man es überhaupt nicht anspannt, ist es automatisch 72.000, das heißt 0 kann man eigentlich vergessen, gibt es gar nicht. Okay, dennoch, wenn es größer als 0 ist, dann möchten wir gerne die kleinste Anspannung benutzen. Und wenn es wirklich keins von denen, der Bogen überhaupt nicht in Use ist, dann wird die gar nicht verändert, die Model Resource Location, und wir benutzen hier die, die ich von Anfang an hier geschrieben habe, die normale. Genau, und dann geben wir noch zum Schluss einfach die Model Resource Location zurück und wir sind somit fertig. Unsere Item-Klasse können wir schließen und speichern und dann gehen wir in unsere Hauptklasse rein. Ich lege jetzt am besten wieder mal eine Variable für unseren Bogen an. Item Bow. Bow. Amethyst Bow gleich New Item Amethyst Bow. So. Habe ich schon mal unseren Amethyst-Bogen instanziert und jetzt müssen wir ihn wie bei den anderen Items auch noch registrieren. Dazu benutzen wir die Game Registry, Register Item, dann Amethyst Bow und hier schreiben wir auch Amethyst Bow rein. So, jetzt müssen wir noch diese ganzen Varianten von diesem Bogen, diese ganzen Modelle registrieren. Wir haben ja hier einmal den normalen Pull 0, Pull 1 und Pull 2. Und diese Varianten müssen wir erstmal hinzufügen, registrieren. Das machen wir mit Hilfe der Klasse Model Bakery. Und dann nehmen wir auch die einzige Methode hier, addVariantName. Bei Item hier geben wir unseren Bogen an. Und jetzt müssen wir vier Strings angeben mit unseren JSON-Pfaden hier, von diesen JSON-Dateien. Also schreiben wir Amethyst Bow, das ist ja der erste Pfad zur ganz normalen JSON-Datei. Dann
Amethyst Bow. Pull 0. Kopieren. Dann Amethyst Bow Pull 1 und Amethyst Bow Pull 2. Damit sagen wir Minecraft Forge überhaupt, dass es für diesen Bogen 4 Varianten gibt. Genau, dann müssen wir jetzt noch für den Bogen eine Standardtextur festlegen, also so wie er immer aussehen soll, wenn man ihn jetzt nicht gerade benutzt. Dazu schreiben wir Minecraft get render item get item model measure und dann registrieren wir diesen Bogen. Metadata geben wir wieder 0 ein und dann eine neue Model Resource Location und da nehmen wir jetzt einfach die Standardtextur. Also Amethyst Bow ohne was dazu. Und natürlich noch ein Komma Inventory, bevor ich es vergesse. Oh, das habe ich glaube ich sogar beim Bogen auch vergessen. Amethyst Bow. Da muss immer noch Komma Inventory dahinter, sonst wird es ja nicht gescheit gerendert. Also ganz wichtig, hier noch Inventory dahinter schreiben. So, hier und da und dort. Okay, damit sind wir, hoffe ich mal, fertig. Wir können uns das mal genauer anschauen. Puh, das war wirklich gar nicht so einfach mit dem Bogen, weil man eben auf alles achten muss. Und ja, dann... Oh, da sehe ich gerade, da stimmt irgendwas nicht. Minecraft Models Item. Oh Gott, ich hoffe, ich... ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, glaube ich. Wir müssen hier natürlich vor diesen ganzen Variant Names hier noch unsere Mod-ID schreiben, weil der sonst von Minecraft das nimmt. Das habe ich jetzt gar nicht mehr in Betracht gezogen. Also überall einfach noch eure Mod-ID mit Doppelpunkt davor schreiben und auch hier bei bei der Standard-Status-Textur auch nochmal Mikas Orbit davor schreiben. Ah, da habe ich sogar schon gemacht. Okay. Dann sollte es jetzt funktionieren, weil jetzt habe ich alles behoben eigentlich. Ja. Eine Anstrengung, dieser Bogen. Okay. Bogen. So. Da haben wir unseren Amethyst-Bogen. Ich weiß es nicht, warum der immer noch Amethystbow.name heißt. Wir haben doch eigentlich schon hier Language gemacht. Amethystbow.name. Naja, egal. Wird schon irgendeinen Grund haben. Okay. Wie ihr seht, wenn ich ihn jetzt hier normal in der Hand halte, wird die normale Textur angezeigt. Und wenn ich jetzt rechtsklicke, dann wird diese wunderschöne Bogentextur angezeigt. Wieso mache ich es eigentlich so klein? So sieht man es viel besser doch. So, könnt ihr sehen, kann man wunderbar anspannen. Und man sieht jetzt hier auch schön die einzelnen Texturen. Und ja, damit bin ich am Ende von diesem Bogen-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben, denn ich kann verstehen, dass dieses Tutorial nicht ganz einfach war. Und ich auch ein paar Fehler gemacht habe. Und ja, deswegen einfach eure Fragen in die Kommentare, rein damit. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.